Weiter geht's. So. Randa Miranda an die Wespen. Hornissen, Entschuldigung. Au, die bestacheln mich. Eines platt. Und auf einmal ist er am Heulen. Au, au, au. Wurm, wurm, wurm. Wie viel Sporen brauchen wir nochmal? Warte. Das ist doch irgendwie so eine Liste. Chakram braucht 6 und das, die Peitsche braucht 12. Brauchen wir sonst noch irgendwas für den Chakram außer Dschungelsporen? Hornissenstachel. Wie viele? 15. 15? Ich geh mal weiter farmen. Da sind Sporen. Aber wir sollten wirklich. Wobei, das ist eine Sache, die du vielleicht machen könntest dann demnächst. Oder wir machen die. Muss ja niemand alleine machen. Wirklich diese Tunnel-Dungeon-Dinger bauen für uns. Dass wir diese Viecher selber farmen können. Dass wir nicht mehr wegreisen müssen dafür. Genau. Mhm. Das geht nämlich tatsächlich mit den Sporen. Jetzt mal gucken, dass hier gleich. Da ist er. Ah, das ist aber auch ein Scheiß hier. Ein bisschen dunkelig, dass ich sehe, ist schlecht. Boah. Altor. Mach's Licht an. Das mache ich ja gerade überall. Trotzdem kommen die immer angeschlichen. Die Menschenfresser von oben und von unten vor allem gerade. Es sind 3 Stück um mich rum. Krieg euch alle. I gotta catch you all. Und, ah, na, da kann der zweite nochmal. Jetzt muss ich mal kurz was trinken hier. Das hat noch Cooldown. Krab. Habe ich eigentlich noch Dings dabei? Nee. Zum Glück habe ich das Regenerationsding. Das hilft ja wenigstens ein bisschen. Zwar nur slowly, aber steadily. Wenn jetzt die Wespe noch rumkommt, muss ich leider heulen, Hornisse. Boah, ich mimi ja schon die ganze Zeit. Das ist ja normal. Mimi! Ha! Erwischt. Verrank dich. Wie war das? 15 Hornissenstacheln, hallo die Waldfee. Und die lassen immer nur maximal einen droppen, ne? Drecksäcke. Jo. Die anderen haben ja keinen, die keinen haben. Au! Verstachel dich selber. Zum Glück haben sie nicht so viele Hitpoints. Jetzt flieht die auch noch von mir. Oh, wieder kein Stachel. So ein Crepe. Jetzt versuche ich mal was hier. Ich grab mich jetzt einmal hier runter. Mit ein bisschen Pech werde ich wahrscheinlich gleich die fressen. So. Ich habe jetzt hier eine kleine Kammer zum Farmen schon mal hier unten. Oh, jetzt sind Sporen gespawnt. Cool. Golderz gefunden. Auch nicht schlecht. Ruby, du hast komplett Silber, glaube ich, ne? War das die Rüstung? Jo. Und fehlt, glaube ich, sogar noch das Höschen in Gold. Oho, Truhe. Was Vernünftiges drin? Weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal die Hornisse wegmachen. Eigentlich bist du 536 Fuß von mir rechts sogar. Ein bisschen Licht machen. Wolke in der Flasche! Was? Ich habe eine neue Wolke. Noch eine Wolke? Ja. Dips! Ja, die ganze Knorke vielleicht geben, vielleicht kommt er da ein bisschen besser zurecht. Oder? Eine Wolke? Bezweifle ich, aber versuchen kann man es, ja. Siehste. Niemals Nein sagen, sondern einfach mal machen. Willst du gleich einen magischen Bumerang? Ach ja, ich habe einen unmagischen, von daher soll es. Hast du einen gefunden? Nee, aber ich habe genug für den Chakram. Du Sack. Aber ist gut so, dann haben wir schon mal eine ganz gute Waffenauswahl. Ja, was mache ich denn hier? So, ich glaube, wir brauchen sogar ein bisschen Wasser, damit das dann hier wächst. Ich bin mir ganz sicher.
weiß das Wasser, deswegen grabe ich mich da nicht sehr, sehr viel weiter. So. Dann hüpfen wir mal da hoch wieder. Das sind nämlich gerade Man-Eater ganz viele. Mhm. Flattermaus ist selber schuld, dass er im Weg war. Uff, das war knapp. Nein, ist jetzt hoch. Da, so. Es will mich fressen. Ich habe im Übrigen einen Mod mal probiert mit einer anderen Grafik. Also so ein HD-Grafik-Setting, das wollte ich eigentlich mal gemacht haben gleich wieder. Kann ich in der nächsten Episode mal zeigen, wie das dann aussieht hier. Das ist so ähnlich wie bei Minecraft. Wenn man das sich mal angeguckt hat. Das sah bei mir immer ein bisschen anders aus. Hey, noch eine Weinrebe. Da unten sind ganz viele. Oh. Boink. Ach, scheiße. Blöde Drecks-Piranhas, verpisst euch. Oh, sind echt viele. Weg hier. Oh, oh. Das könnte knapp werden. Oh, das könnte echt knapp werden. Nein, ich hänge fest. Das und ich sehe nichts. Und ich habe keine. Ich habe gerade gleich keine Luft mehr. Ist raus. Nein! Das hat mich gefressen. Haha. Puh, Alter, das Piranha. Hey, das war, glaube ich, mindestens gefühlte 10 Piranhas. Hi, Jungs. Da. Ich bastel uns mal so einen Garten da unten. Keine Lust, den ganzen Weg zu laufen. Das müsste hier perfekt klappen. Hier runter, dann machen wir das ein bisschen gerade. Der Hubi kann noch ein paar Stachel sammeln in der Zwischenzeit. Richtig? Das machst du doch für uns. Ja. Das ist super. Das bastelt uns. Ja, nee, für euch. Stachel. Ja, damit wir auch mal einen Stachel haben. Fail, Mike, fail. Deine Mama ist ein Fail. Ich glaube, den muss man relativ tief bauen und hochbauen und überhaupt sowieso, aber ich fange es einfach mal so an. Wird es gerade hell? Ich hatte ja irgendwie nochmal Bock, das Auge zu hauen. Erst Chakrams. Wir haben auch schon ein paar verseuchte Samen, fällt mir gerade ein. Da kann man das direkt auch mir noch nebendran bauen. Das geht auch noch ganz gut. Hallo. Das Badewasser ist eingelassen. So. Ich glaube, das ist eigentlich von der Höhe her auch schon super. An der Stelle. Sprecht mit mir, ich fühle mich so einsam. Wir sprechen nicht mit jedem. Ich glaube, Knorka ist gestorben. So. Machen wir das hier noch ein bisschen freier, auf jeden Fall. Verflixte Axt. Brauchst du immer noch einen Tunnel hinten hin? Zur Dschungelgegend. Knorke. Ja, was? Ja, ich. Du? Ich versuche mich in Richtung No Aim zu graben, aber. Ja. Aber was? Und baue nebenher noch ein bisschen ab, was ich so finde. Silber, Gold und lecker Gebäck. Du könntest ja bei Gelegenheit auch mal zum Koch werden. Koch werden? Ja, leckere Goldfischsuppe oder so machen. Ah ja, genau. Lecker Goldfischsuppe. Piranha Steaks. Ja, da bitte ich drum, nachdem sie mich gerade eben gefressen haben. Das wird langsam, aber sicher geht das wieder voll auf den Finger hier. Ich brauche echt eine bessere Pickaxe als nächstes oder den Mithril. Boah, ich freue mich so auf den ersten Bohrer. Das geht so ab. Bohrer. Ja. Bohrer. Ja, das weniger. jetzt habe ich gleich den Tunnel hier schon mal fertig gebastelt.
Gleich heißt natürlich, wird mindestens noch 5 Minuten dauern, aber das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt mache ich hier schon mal die Wände neu. Damit hier auch so eine Tür noch hinkommt, damit man dann... Nee, das ist zu blöd. Das ist besser hier. Hubi, was macht die Ausbeute? Ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht sterbe. Du? Sterben? So was gibt's? Also außer durch meine Bomben? Oder die tötet nur dich selber. Nein, das ist ein Gerücht. Es hält sich zwar hartnäckig, ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht, Videobeweis und so ein Scheiß. Aber heißt doch immer Screenshot oder that didn't happen. Ich will keinen Plan. Ah, da ist er weg. Du wurdest brutal seziert. Von Aliens abgeschnitten. Ich weiß, ich bin ins Dunkel gefallen, irgendwas war da. Mhm. Du bist auf einen spitzen Gegenstand gefallen, würde ich mal fast sagen. Achso, Knorker, wir wollten ja slendern am Montag, da war ja was. Genauchen. 20 Sporen auf jeden Fall. 5 Hornissen, 3 Weinreben und einen Goldfisch habe ich. Er lächelt, vielleicht schmeckt er auch gut. Steinblöcke. Den Kram oben machen wir aber auch noch weg. Ja, du Pose, geh weg und geh weiter sammeln. Wäre schmeiß ja auch ein bisschen was hier hin. Ich habe keinen Platz, du brauchst mir gar nichts hinzuschmeißen. Siehst du, was hier also unten rumliegt? Ja, ich schmeiß hier Blöcke hin, also von daher. Okay. So, dann viel Glück mit den Hornissen da hinten. Ich sag dann Bescheid. Hornigen Hornissen. Du hast noch ein paar Saatgutdinger vielleicht hier hingeschmissen, so zufällig. Mondscheinsaat, Dschungelgras. Dschungelgras, genau. Dann, ich versuche die Maneater und so hier zu spawnen. Das war nicht immer nach. Habe ich ja gemeint, dass wir nicht mal rumlaufen müssen. Da muss ich aber die Schneeblöcke erst wegmachen, weil ich glaube, darauf spawnen sie nicht. Gott, so viel Zeug im Weg. Das muss ja, glaube ich, 16x16 oder irgendwas sein. Ich habe es nicht gezählt. Ich hab's auch nicht mehr ganz im Kopf. Ich meine, was hab ich sowieso im Kopf? Außer Blödsinn. Und Unfug. Sagt meine Mutter zumindest immer. Da hat sie verdammt nochmal recht. Ah, aua! In welcher Tiefe gräbt Knorker denn eigentlich? Bitte? 500 Fuß below, das heißt. Müssten knapp 900 sein. Du gräbst vom Elevator aus? So, teils Elevator, teils. Ich will erstmal Richtung Osten irgendwie kommen. Jetzt. Ja, halt immer der gute Osten. Wie es alle zum Osten wollen. Da ist ja gar nicht so schön, habe ich gehört. Der Osten. IV, Pipsch. Wir könnten ja nochmal neu aufbauen in Osten. Ah, ja. So. Oh, das ist Gold. Das ist. Matsch, den machen wir weg. Das ist auch doof, machen wir weg. So. Und das ist Matsch. Warte mal, nee, Matsch ist ja in Ordnung. Matsch ist ja das. Nee, Quatsch. Dumb. Quatsch mit Matsch. Ich brauche kein Matsch, sondern ich brauche Erde. Ist das nicht Erde? Nee, das ist Lehm. Dreck brauche ich. Ach so, ja, Dreck. Genau, Dreck. Das brauche ich. Kann man einsammeln, Dreck hier. Dschungelgrassaat, hervorragend. Dankeschön, Hubi. Matsch mal und die geht weg. Ich höre es klopfen. Das ist... Da ist er. Hm? Hier, komm. Ja, huhu. Oh, da. Es hat einen magischen Boomerang. Umdrehen. Ah. Sehr fein. Danke, Anke. Das ist doch mal schön jetzt. Nett von Ihnen. Ah, die Nummer 8. Wo ist er jetzt? Wo ist er da? So. Hey. Jetzt guck ich mal, ob wir noch ein bisschen. Ja, das ist toll. Ich habe die ganze Zeit keinen Dreck aufgehoben und jetzt brauche ich Dreck. So Mist. Dann gucken wir mal nach oben, wenn wir ein bisschen Dreck angespart haben. Ich muss da hoch. Mann, hoch jetzt. Zu doof, um hochzukommen. Ja. Im Übrigen ist die neue unsere Druidin, die wir haben. Die Kenia. Und die hat Reinigungspulver. Grassaat, oh, Sonnenblumen und die Drecksrute. Die dreckige Rute. Waschen soll helfen.
Schmutzige Route, ey. Ah, ich hab die Efeu-Peitsche. Oh, ist das Licht da unten? I have the Efeu-Peitsche. Jetzt kann ich auch ein bisschen rumposen. Das heißt, wir haben einen Dingsbums übrig. Das ist schon mal cool. Oh, wir mal die Fackeln ein. Wasser. Dann packen wir mal die andere Klaue. Wo ist denn meine komische Dingsbums jetzt hin? Boah, ich habe immer Knick in der Optik hier an der Stelle. Das gibt's überhaupt nicht. Efeu-Rank. Ach, das brauchte ich dafür. Die hat sich dran. Ach so, der hat sich ja in die Klaue verwandelt. Da war ja was. Also kann ich es gar nicht mehr finden. Aber coole Geschichte. Schnell stapeln. Der Boomerang spendet irgendwo Lichtmarker. Der Boomerang spendet Licht, wenn du ihn wirfst. Ich sehe nichts mehr. Wirf ihn, wie du noch nie zuvor geworfen hast. Die ganzen Spitzhexe brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, aber ich lasse sie trotzdem mal drin erstmal. Sell. Den nehmen wir auch mal kurz raus, weil. Ah, falsche Richtung. Heiliweil, dann gibt es nämlich noch ein Sternchen. So. Dann schlucken wir auch mal direkt. 2 Mana, sehr schön. Ah, ja, gut, hat man es jetzt nicht gesehen. Achso, ich brauche immer noch Erde. Nein. Lehm. Matsch. Aber keine Erde. Na toll. Jetzt, wo ich Erde bräuchte. Ja. Ich kann es auch nicht recht machen. Herz kannst du mal abbauen. Aha. Okay. Doch, man kann es mir schon eher recht machen, wenn ich Erde habe. Ui. So, dann machen wir nochmal Licht. Weil ohne Licht geht's ja nicht. Das Geile ist, mit der Ranke kann man jetzt hier so schöne Manöver machen. So, zack. Und dann zack. Ich bin Dr. Octopus. Yeah. Die Ranke ist so geil. Da werde ich richtig spitz, wenn ich die angucke. Ja. Das ist so die Bauarbeiter-Ranke. Aber lustig, ich habe immer noch so den ersten Hammer. Das wäre ich auch mal ganz gut, wenn er weg wäre. So. Also in der nächsten Folge wird auf jeden Fall jetzt hier gleich noch das Ding hier weitergebaut. Ich muss mal ganz kurz mal weg. Bin auch sofort wieder da.